InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Landeshauptmann Stellvertreter Franz Hiesel stellte kürzlich eine Verkehrsverbesserung im Bereich der Zu- und Abfahrten bei der Riedumfahrung vor. Zwei weitere Kreisverkehre in diesem Bereich sollen Abhilfe schaffen. Die sonderbar klingende Bezeichnung Hundeknochen entstand aus der Ansicht in der Vogelperspektive. Wir haben hier an diesem Punkt ein großes Verkehrsaufkommen. Es fahren da pro Tag 16.000 Fahrzeuge durch. Wir haben die Situation, dass die Einbiegenden fast nicht mehr einbiegen können, weil in der Spitzenzeit, in der Früh von 7 bis 8:30, am Nachmittag von 4 bis 6, weil der Verkehr so dicht ist, dass man nicht mehr einbiegen kann. Wir werden auch einen Radfahrstreifen mitbauen, dass auch diejenigen, die schwächer sind im Verkehr, sicher auf dieser Straßenverbindung unterwegs sein können. Die Erarbeitung derartiger Verkehrsveränderungen bzw. Eingriffe in den Verkehrsstrom müssen gut durchdacht sein. Ja, grundsätzlich sind Kreisverkehre sehr gute Lösungen, aber halt nicht überall geeignet. Wenn man Erfahrungen hat, sehr hohe Geschwindigkeiten im Freilandbereich etc., Unübersichtlichkeit, schlechte Ausleuchtung, schlechte Sicht durch Nebel, sollte man sie sehr kritisch betrachten. Das ist hier im gegenständlichen Fall nicht so. Das heißt, wir haben ja ein relativ geringes Geschwindigkeitsprofil. Diese Kreisverkehre werden auch nach allen Richtlinien ausgeleuchtet, also für einen Autofahrer sehr gut erkenntlich beschildert und beleuchtet. Die Gemeinden Ried und Dummelsheim dürften mit 4 hintereinanderfolgenden Kreisverkehren zur Hochburg der Kreisverkehre aufsteigen. Für mich selber, so denke ich, ich bin in Ried beschäftigt. Ich habe das sehr oft gesehen, dass in der Früh und Nachmittag die Leute, die von der 144er Bundesstraße gekommen sind, sehr, sehr lange warten mussten. Und dass natürlich das auch dazu geführt hat, dass manche die Nerven verloren haben und sehr gefährliche Situationen entstanden sind. Ich freue mich, dass das jetzt sich geändert. Folgt bald Nummer 5. Zu überlegen wäre natürlich gerade beim Morgenverkehr und so und dann oben so oder was, wenn die Leute von der Peterskirchner Landesstraße nach links abbiegen müssen. Die haben dann extreme Wartezeiten und da ist dann sicher Überlegung, ob man nicht praktisch links abbiegen und rechts nach Peterskirchen, das irgendwo auf dem Kreisverkehr zusammenhängen könnte, aber es wäre zu überdenken. Rieds Bürgermeister Albert Ortig ist ebenso davon überzeugt, dass mit dem Hundeknochen die Zufahrt in die Innviertler Einkaufsstadt noch problemloser und angenehmer sein wird. Ein unbedingt erforderliches Projekt, um Verkehrssicherheit auch in Zukunft zu ermöglichen und zu verbessern. Wann beginnen die Bau- und Umbauarbeiten? Ich gehe davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr, also 2010, bauen werden. Wir bauen eine Lösung, die ungefähr 1,6 Millionen Euro kostet. Das ist keine billige Lösung, aber es ist absolut eine Lösung, die für die Zukunft ausreichend sein wird. Ried und Dummelsheim werden damit noch besser für Zu- und Abfahrten gerüstet sein. Sowohl für Einpendler als auch für Kunden.